Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in einen koreanischen Beauty-Adventskalender und das ist der hier von Min. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, ich habe beim ersten Launch zugeschlagen, denn ich habe 119,99 € dafür bezahlt und ich glaube, der kommt auch wieder rein. Weiß ich aber nicht. Also das ist bei diesen K-Beauty-Adventskalendern ja immer irgendwie so, dass die halt dann quasi nochmal einen zweiten Launch haben oder so, ne? Dass auch irgendwie jeder einen bekommen kann. Naja, ich habe ihn auf jeden Fall bestellt. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Warenwert sein soll. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer online stand. Ja, und so schaut er aus. Letztes Jahr hat er mich leider nicht ganz so sehr überzeugt. Und ich bin auch mal gespannt, was die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place dazu sagt. Denn sie packt ihn auch gerade aus. Wir haben eine wunderschöne, ja, Kord-Tasche quasi, ne? So schaut das Ganze aus. Wiederverwenden ist da leider nicht so wirklich drin, weil das sind halt wirklich labberige Boxen. Das hatte ich beim letzten Mal halt auch, ne? Deswegen schauen wir einfach mal, was wir hier drin finden dürfen. Und ich würde einfach auch die Tasche vor mich hinstellen oder neben mich hinstellen und die Produkte dann quasi auf Erwin und seinen kleinen Helferlein. Der 1. Dezember. Oh, sowas mag ich ja gerne. Barr. Okay, Centella Asiatica Extract, Ceramide, NP und Sodium Hyaluronate. Okay, also es ist quasi Ceramide, Hyaluronsäure und Centella Asiatica mit einem Lichtschutzfaktor von 50 plus. Richtig toll. Centella Soothing Sun Essence. 50 ml sind hier drin und ich persönlich mag sehr gerne den Lichtschutzfaktor aus den koreanischen Bereichen, weil der sich auch sehr gut mit Make-up und so verträgt. Genau, und das verwendest du 30 Minuten, bevor du halt in die Sonne gehst. Ist hier noch komplett verschlossen und das lasse ich auch zu, ne? Der 2. Dezember. Oh schön, ein Lippenstift von Laka & Co. Beauty is meant to be for everyone. Sowas finde ich immer sehr charmant. In der Farbe 201 Miro. Und ja, das scheint ein Lippenstift zu sein in einer relativ charmanten Farbe. Da müssen wir mal reingucken. Oh, schön. Also der sieht echt hübsch aus, ne? Ein etwas ungewöhnliches Format von dieser Umverpackung, aber das Logo hier drauf gefällt mir auch sehr. Und dann kann man den einfach so hochdrehen. So schaut er aus. Wunderschön. Das ist ein toller Rosenholzton. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr platte Nummer 3. Hier haben wir Cold Brew Rosemary Balancing Scalp Pack mit Aktivkohle drin, Rated Green 50 ml. Das ist ja für die Kopfhaut eine Maske, die du irgendwie 5 Minuten drauf lässt. Sowas finde ich total spannend. Und die ist auch wieder verschließbar. Also hier hat man noch so einen ja, Druckverschluss, mehr oder weniger. Hier haben wir die Nummer 4. Das sieht sehr interessant aus. Custard Pudding Toothpaste. Okay, 25 Gramm sind hier drin enthalten. Ist halt die Frage, möchte ich eine Zahnpasta haben, die nach Pudding schmeckt? Eher weniger. Ich mag halt dieses Gefühl von Frische für mich persönlich ganz gerne. Ne? Also ja, also nee, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es gibt einiges, was gerne nach Pudding riechen darf, aber eine Zahnpasta muss echt nicht danach schmecken. Oh, ich habe hier eine schöne große Nummer 5. Also das mit den Boxen, das ist wirklich gar nicht schön gemacht, ne? Hier haben wir was drin, was wir irgendwie gefühlt in jedem Beauty-Adventskalender finden, aber ich liebe es. Das sind solche Wristbands, nennt sich das jetzt ja. Also quasi solche ja, Bänder für das Handgelenk, ne? Antitropfbänder sind das im Prinzip, dass wenn du dein Gesicht reinigst oder was auch immer, dass das halt nicht den Arm so runterläuft. Es ist eine Bequemlichkeitssache. Man braucht es eigentlich nicht, aber es ist schön, sowas zu haben. Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus, aber ich glaube, in Korea wird das nicht ganz so sehr gefeiert. Das ist interessant, ist von Mysani. Das findet ihr auch in dem Purish Adventskalender. Der kostet genau das gleiche wie dieser hier, nämlich 119,99 € oder 119,90 €. Und ist im i verlinkt, aber auch ein Link dazu in der Infobox, falls euch das interessiert. Da haben wir Your Bestie BHA Spot Patches. Da sind 45 Stück von drin. Sowas finde ich wirklich praktisch und habe ich jetzt auch tatsächlich aktuell in Anwendung, weil hier hat sich mal wieder irgendwas entwickelt, warum auch immer. Und da mache ich mir dann halt über Nacht sowas drauf und da hast du Salicylsäure mit drin, du hast Teebaumöl mit am Start, vulkanische Asche und Traubensamen. Samenextrakt, okay, nicht schlecht. Schauen wir mal, was der 7. Dezember uns jetzt hier bereithält. Also es wird ein sehr pflegelastiger Adventskalender sein. Ich freue mich aber drüber, wenn wir das ein oder andere drin haben. Hier haben wir noch was für die Kopfhaut und zwar von Aromatica Rosemary. Ein Scalp Scrub mit 30 Gramm, also ein Kopfhautpeeling. Sowas verwende ich persönlich auch sehr gerne. Es ist ein recht spezielles Produkt, weil ich glaube, nicht jeder verwendet sowas gerne. Ich mag es aber.
Also ich verwende sowas und ich mag das und ich finde es toll, dass es drin ist. Auch bei diesem Adventskalender darf die Nummer 8 machen, das ist Kracht. Das ist eine Marke, die wir kennen, und zwar Benton. Das ist diese Snailbee High Content, Essence. Was machst du denn? Bist du ein Toner? Nee, ich glaube, das ist eher so ein Zwischending zwischen Toner und Serum, ne? Peptide sollen hier mit drin sein und so weiter und so fort. Und das soll die Haut halt wunderschön machen. Ja, finde ich interessant, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Großes freuen. Positiv ist halt bei diesem Adventskalender, die Boxen entsprechen halt wirklich dem, was da drin ist. Du hast jetzt nicht irgendwie überdimensioniert große Boxen. Daily Mind Sunfluid, noch ein Lichtschutzfaktor von 11 Village Factory. Und das ist ein Lichtschutzfaktor mit 50. Und das finde ich gut. Sowas mag ich, sowas verwende ich gerne. Und auch das ist hier noch so richtig versiegelt, aber man kann es halt unten aufmachen. Und dann gucken wir uns das mal an. Das ist eine Tube zum... zum Pumpen, ne? Finde ich schön. Auch im Winter sollte man Lichtschutzfaktor verwenden. Das ist sehr wichtig. Denn da haben wir ja auch wirklich unsere Zeit, wo wir auch so chemische Peelings und so verwenden. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Die fühlt sich recht schwer an. Ach, guck mal. Da haben wir auch ein Produkt drin von, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen. White Rice Wash-Off Mask, 100 ml sind hier drin. Das ist von House of Dover. Genau, das ist einfach eine Gesichtsmaske und in einer sehr interessanten Darreichungsform, weil das halt quasi so ein Tubensachet ist. Aber du kannst es halt hier oben verschließen, ne? In der Aufbewahrung ist es einfach ein bisschen platzsparender, finde ich, als so ein Pöttchen. Und ich denke, das wird die Haut klären. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Sun Teak, I'm Family Sun Milk. Noch eine Sonnenmilch. Also das ist ein bisschen viel jetzt gerade, ne? Lichtschutzfaktor 50 plus PA++++. Habe ich viermal plus gesagt? Ich glaube schon 12 ml. Eine vegane Zertifizierung haben die mit dabei. Oder ist das nur für die Lippen? Das muss ich gucken. Wenn es nur für die Lippen ist, finde ich das schon wieder irgendwie nice, ne? Weil die werden ja auch ganz gerne mal vergessen. Nö, das scheint halt wirklich etwas für die Handtasche so zu sein. For both face and body. Okay, ja, auf dem Körper hast du halt nicht mehr wirklich viel davon, muss ich gestehen, ne? Interessant. Halbzeit, der 12. Dezember. Also, ne, schön sieht das halt echt nicht aus mit diesen zermatschten Dingern. Yo, das ist ja mal ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Du hast hier Step 1, 2 und 3. Miguara Big 3-Step Anti-Wrinkle Mask Pack Origin Timeline. Das sieht super abgefahren aus. Keine Ahnung, was das alle sein soll. Erst haben wir eine 1,7 ml Ampulle Antifalten. Dann haben wir eine Antifalten-Creme. Nee, Quatsch, erst machst du das hier, die Antifalten-Maske und dann machst du die Antifalten-Creme. Und dann soll die Party halt richtig hart abgehen. Ich finde es auf jeden Fall hübsch gemacht, kann ich nicht anders sagen. Der 13. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Dann schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit so weitergeht. Also es ist sehr, sehr gesichtspflegelastig, ne? Aber interessant, wir haben sehr viel Lichtschutzfaktor. Mir fehlt ein bisschen die Abwechslung. Hier haben wir das von Ondo BBO Song for Face Charcoal and Willow Purifying Cleansing Bar. Zero Plastic, 70 Gramm haben wir hier drin. Ja, so schaut das einmal aus. Also das ist eine feste Gesichtsreinigung und das kann man dann verwenden, wenn man möchte. Ja, das riecht auch sehr zitrisch. Wow, ist gar nicht mein Vibe. Und hier haben wir dann einmal das Stück drin. Das wird aber weiter wandern, weil ich sowas nicht so gerne verwende. Das ist bei mir halt tatsächlich so, dass es sehr, sehr austrocknend wirkt. Okay, dann schauen wir mal, was wir am 14. Dezember vom Adventskalender so erwarten dürfen. Eine Tube von Sky Bottle White Rain Perfume Hand Cream. Ja, können wir gebrauchen mit Bergamotte, Tuberose, Honeysuckle und Zedernholz. Ich weiß gerade nicht, was Honeysuckle ist. Und hier haben wir, have a smell talk, süß, 20 ml. Da drin enthalten. Das ist schon klein, ne? Aber es ist bestimmt eine feine Sache. Ich mag halt nicht so gerne Bergamotte, aber das ist halt einfach auch eine Präferenzgeschichte. Handcreme kann man aber in Beauty-Adventskalendern immer sehr, sehr gut gebrauchen. Sieht man das da? Ich glaube schon, ne? Dann habe ich das nämlich so ein bisschen sortiert. Ich bin ja so ein kleiner Monk und das bin ich mit Leidenschaft, Leute. Der 15. Dezember, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon drin oder ich habe das mal irgendwo anders drin gehabt, das weiß ich nicht. Das ist nämlich Blackhead and Black Mask Home Spa Kit, genau. Damit kannst du, wäre vielleicht jetzt auch so eine Sache, die ich verwenden könnte, aber es ist halt doch relativ aggressiv, ne? Also du kannst halt hier diesen Nose Strip drauf machen und das da unten ist quasi für das Kinn gedacht. Dann hat man hier auch noch so ein Serum, was man danach auftragen kann und diesen Black Stick damit
kannst du das alles reinigen, Nom. Weiter geht's am 16. Dezember. Der ist jetzt hier in meinen Händen. COSRX, das ist eine bekannte Marke. Hier haben wir das AHA, BHA, PHA und LHA 35 Peel Produkt mit Panthenol und Vitamin B12. Huh, das ist krass. 30 Milliliter. Ich kann euch, bevor ihr solche krassen Produkte, wo alle möglichen Arten von Säuren und krasses Kram auf dem Gesicht und so weiter ist, empfehle ich euch wirklich, dieses Video von mir anzuschauen. Ich habe da was über Peelings erzählt und das ist auch tatsächlich entstanden, weil eine Freundin von mir ein Peeling sich gekauft hatte und nicht wirklich wusste, dass es ein Peeling ist, weil das auch nicht so wirklich drauf stand und das war alles ein bisschen wild und ja, daraufhin habe ich dann auch überlegt, das wäre sinnvoll. Dann hatte Dalton in dem Moment halt auch noch irgendwie sowas rausgebracht, dass Neuheiten halt waren, ne? Und dementsprechend machte das dann für mich insgesamt noch mehr Sinn. Und ja, also ich persönlich bin auch sehr, sehr holprig ins Peeling-Game eingestiegen und kann jedem empfehlen, sich halt wirklich, bevor man sowas Krasses verwendet, vorab zu informieren. Denn nicht jeder braucht BHA zum Beispiel. Wenn du eine normale Haut hast, die jetzt wenig Unreinheiten haben, brauchst du kein BHA. Das ist hornlösend. AHA ist halt etwas, was man eigentlich nur dann braucht, wenn man so ein bisschen gegen den Alterungsprozess der Haut arbeiten möchte und Slow Aging machen möchte. Eine 20-Jährige braucht dieses Produkt zum Beispiel dann in meinen Augen einfach nicht, ne? Also muss man einfach für sich mal so ein bisschen abwägen und also ich wäre mit sowas auch bei meiner sehr sensiblen Haut super, super vorsichtig und würde das erstmal ganz vorsichtig ausprobieren, ob meine Haut das überhaupt verträgt und ja, ganz vorsichtig. Aber nice, dass es im Adventskalender drin ist. Für die Skincare-Junkies mega gut geeignet. Dann haben wir jetzt hier den 17. Dezember. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Auch hier wieder natürlich K-Beauty. Ich glaube, das sieht süß aus. Was bist du? Water Wash Balm Balm for Face. Cold Extraction and Compression. Juice to Cleanse. Was ist das? 9 Gramm sind hier drin. Das sieht ein bisschen aus wie eine Waschmaschine. Da drin ist halt so ein, ja, Balsam. Und was mache ich damit? Auf ein Wattepad geben und vorsichtig das Make-up von Gesicht und Augen abwischen. Ach, guck mal. Das ist ein Abschminkbalsam. Erster Schritt vom Double Cleansing. Das finde ich cool. Vor allem hast du dann mit dem Ondo zusammen auch ein komplettes Double Cleansing, dass du erst den Reinigungsbalsam hast und danach dann nochmal den, die Gesichtsseife quasi. Der 18. Dezember ist hier. Das ist jetzt herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der Start in unsere Weihnachtswoche. Fairy Jewel Eye Glitter Milk Touch 7 Gramm. Mhm. Verwenden Sie es um die Augen herum, um Ihr Make-up schöner aussehen zu lassen? Ach so, so schaut die Verpackung übrigens aus, falls es euch interessiert. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht ist es irgendwie ein Parfüm oder so. Das ist halt wirklich ein Glitzer, ne? Passt vielleicht schon irgendwie in so einen Adventskalender, aber ich hätte K-Beauty nicht so eingestuft. Wow, das ist krass. Das ist wirklich krass. Puh, das ist vor allem richtig grob teilweise. Am 19. Dezember haben wir auch wieder was Größeres im Adventskalender drin. Und zwar haben wir etwas von Dear Claire's. Das ist auch eine schöne und bekannte Marke. Freshly Juiced Vitamin Charging Serum. Das ist Brightening and Firming. Das, womit sollst du denn sein? Antioxidative Formula. Vielleicht mit, Niacinamiden. Das ist ein Niacinamid-Serum. Ja, genau. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da ein Video über Wirkstoffe. 30 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Weil, ja, manchmal muss man auch bei gewissen Wirkstoffen erstmal die Haut ein bisschen vorsichtig dran gewöhnen, ne? Auch hier werde ich die Umverpackung einmal öffnen, weil sonst kann ich nicht ans Produkt dran. Das ist ein bisschen schade. Niacinamide verträgt meine Haut sehr, sehr gut. Aber auch nicht jedes Niacinamid. Da muss ich dann immer gucken. Und Dear Claire's ist ja eigentlich eine super gute, bekannte Marke. Und deswegen vertraue ich darauf, dass das auch wo funktionieren könnte. Hier hast du auch noch direkt Vitamin C mit dabei. Da muss ich gucken, ob das auch funktioniert in Kombination mit meiner sehr sensiblen Haut. Und Hyaluronsäure, ne? Jetzt sieht man da hinten die anderen Produkte nicht mehr. Naja, es ist halt wirklich sehr Skincare-lastig hier. Okay, der 20. Dezember, den haben wir jetzt hier. Das ist Self-Aesthetic. Hatten wir das nicht auch letztes Jahr drin? Oder war das in einem anderen K-Beauty? Ich weiß es nicht. Soft Hand Mask. Das sind so Handschuhe von G9 Skin oder G9 Skin. Und ja, damit kann man halt eine Handmaske machen. Das lässt du eine Weile drauf. Da sind 10 Gramm drin enthalten. 15 bis 30 Minuten. Einfach vom Fernseher oder so. Ich habe da selten die Muße für. Oder ich vergesse, dass ich sie habe, ne? Da bleibe ich doch lieber bei der Handcreme und trage mir die ein bisschen dicker auf. Die Nummer 21.
Hier haben wir auch wieder Benten drin und das ist eine Ceramide-Creme, also quasi mit Ceramiden. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Kann man auch super verwenden, nachdem man, wenn man es verwendet hat, dieses krasse Peeling verwendet hat. 12 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist eine sehr kleine Größe. Das soll Feuchtigkeit spenden und ja, okay. Ne? Ist eine sehr, sehr kleine Reisegröße, sage ich jetzt einfach mal dazu. Bin echt gespannt, wenn ich den Wert ausrechne, ob ich dieses Jahr einen schöneren Wert habe als letztes Jahr. Genau, da haben wir einmal dieses Tübchen drin. Ich verwende auch aktuell eine Ceramidcreme, ne? Und das tut meine Haut richtig gut. Abends verwende ich die. Ist aber von Isana. Und ja, da muss ich halt einfach mal gucken, ob ich die dann auch mal in Einsatz nehmen werde. Die zweite und letzte Schnapszahl, hier habe ich den 22. Dezember. Und hier haben wir auch wieder eine Maske drin von Barolab oder jedoch Barolab, ne? Vitamin C Brightening und sowas mag ich, also am liebsten mag ich Vitamin C morgens, was jetzt aber natürlich so eine Sache ist, weil morgens eine Tuchmaske bin ich zu faul für. Aber nice finde ich es auf jeden Fall, dass wir die drin haben und ich mag sehr gerne koreanische Tuchmasken. Die sind einfach nass, die sind dünn, die passen sich toll meinem Gesicht an, ne? Hier fällt gleich alles um. Okay, dann schauen wir nochmal schnell, was der Tag vor Heiligabend uns so bietet, am 23. Dezember. Da haben wir Steam Base Daily Eye Mask. Ich wusste es. Ich glaube, das ist so eine Maske, dass wenn du die drauf machst, dass sie sich so erwärmt. Fleecy Cloud. Ich glaube, sowas ist das. Genau, steht hier auch so. Das kannst du nämlich so hinter deine Ohren machen. Da ist auch eine Abbildung hier oben, ne? Und kannst dich damit dann entsprechend auf die Couch legen, damit deine Augen beruhigt werden oder so. Das wäre eigentlich perfekt, wenn man auch so in eine Badewanne geht, um da halt mal so richtig abzuschalten. Und jetzt kommen wir zum Highlight, die Nummer 24. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie eine richtig geile Gesichtscreme oder so drin haben. Oh, oh, eine Augencreme ist das. All Natural Blooming Lifting Eye Cream. Und da sind 30 Gramm drin. Das ist natürlich riesengroß. Hier so eine wunderschöne Kornblume drauf, ne? Das ist doch nett. Da ist auch ein Spatel mit drin und das hier ist aus Glas. Das ist eigentlich, macht das einen guten Eindruck. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, womit das dann auch meine Augenkontur verschönern soll und liften soll. Ob das die Kornblume macht, man weiß es nicht. Glycerin ist auf jeden Fall dabei. Niacinamide sind mit am Start. Das ist doch schon mal eine Sache. Okay, ja. Jetzt haben wir einmal den Mini-Adventskalender ausgepackt. So schaut er im Gesamten aus. Ich kenne mich natürlich jetzt nicht mit den Preisen und so weiter so intensiv aus, sodass ich sagen könnte, boah, das ist so eine krasse Augencreme. Die hat einen mega hohen Wert. Sicherlich hat sie das, weil die ist in der 24. Deswegen gehe ich davon aus, der hohe Wert Qualitätsvermutungseffekt ist das dann quasi. Und ansonsten haben wir eine schöne Gesichtspflege und nicht nur eine Routine, sondern diverse. Sehr viele Lichtschutzfaktoren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht mehr Serien mit dabei gehabt hätten, aber ansonsten ist es eigentlich ein schöner Adventskalender, wenn man halt koreanische Beauty mag. Ich würde ihn empfehlen für Leute, die schon auch in ihrer Skincare ein bisschen fortgeschritten sind und halt auch Bock drauf haben, die Produkte zu verwenden und wahrscheinlich sich auch ein bisschen besser damit auskennen, dass die Haut das auch alles so weit verträgt. Ne? Aber ansonsten ist es ein schöner, etwas specialiger Adventskalender. Dann hat man ja auch noch diese wunderschöne Tasche mit am Start, die man echt super weiterverwenden kann und ja, wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.